Du hast dir ein iPad gewünscht und ich hab alles versucht. Doch wie du es früher schon prophezeit hast, bin ich gescheitert. Ich weiß, ich war ein enttäuschendes Kind, nicht gut war nicht gut genug. Und wie sich jetzt gezeigt hat, bin ich heute nicht weiter. Doch hat dein Vater das Recht auf einen erfolgreichen Keim? Ich denke nein. Und trotzdem tut's mir leid, Philipp Lahm und Justin Bieber sind deine Söhne nicht und auch nicht Shia LaBeouf. Nein, es bin nur ich, doch andererseits bist du auch nicht Oli Kahn, Keanu Reeves oder George Clooney. Reich, prominent oder im Kino warst du nie. Doch hat dein Sohn das Recht auf einen berühmten Vater? Ja klar, das hat er. Nun ist alles gesagt und jetzt ist Schluss mit dem Gezeter. Denn eines ist klar, du bist der Beste meiner Väter.